Servus, grüßt euch, Michael Monti ist wieder da. Tja, lange nichts mehr gehört von mir. Ich habe euch versprochen, ich wollte ein Video dran von einem Lost Place. Die, was mir auf Facebook verfolgt haben, haben gesehen, da habe ich schon ein paar Fotos eingeschossen gehabt, was ich da in der Nähe meiner Heimat gefunden habe, den Lost Place. Das ist ein ehemaliges Dorf, das nennt sich Fichtenbach. Das war früher so einmal Glasbläserstadt, sind zwei Glasfabriken dort gewesen. Und ja, durch den Mauerbau ist dann das in der Sperrzone gewesen und dann ist das Dorf aufgegeben worden. Und da war ich schon eben mal kurz dort und ich habe gesagt, ich warte mal ab, bis das Wetter besser ist und dass man vielleicht ein bisschen das schöner zeigen kann. Ja, wenn's wollt, kommt mit, schauen wir es uns an. Und somit verlassen wir deutsches Territorium. Übrigens bin ich heute nicht allein. Der Raphael, ein guter Spitzel von mir, der geht auch mit. Grüß euch miteinander. Ja, da haben wir sowas wie eine Jagdhütte gefunden. Schauen wir mal, was das da ist. Schaut aber nicht wie ein Lost Place aus. Kierung, Futterstollen, der Vegel. Schaut mal hier wie eine Jagdhütte oder irgend sowas aus. Ich bin jetzt voll auf die Schnauze lassen. Und die Sanitätskisten von den Tschechen. Das ist was zum Kochen drin. Alte Töpfe. Der Bier steht auch drin. Ja. Wie schön, da hinten ist alte Mauer. Da ist tatsächlich mal was gestanden. Schau, ja. Komm mal, Raffel. Ja. Da ist definitiv mal irgendwas ganz anderes, was anders gestanden. Warte mal ein Haus, oder? Dann gerade meine Fundamente. Da ist auch noch eine alte Mauer unten. Das ist halt die Staustufen. Ich glaube, da war mal sowas wie eine Mühle. Und da stehe ich auf einer Mauer drum. Geil. Das habe ich, weil ich das letzte Mal aufgegangen bin, heute das gar nicht gesehen gehabt. Lichter. Und da unten geht die Mauer weiter. Schön. Ist ja geil. Du, das war ja ein größeres Gebäude, mal schauen wir das an. Das geht ein bisschen da runter. So, das sind alles noch. Da hinten geht es Mauerrest rum, dann so und so her.
schauen, wo wir da rumkommen. Das war definitiv auch mal ein Gebäude da. Das sieht man richtig, das Viereck. Das geht praktisch da. So um. Dann ist da wieder ein Stück Mauer. Da her. Und dann da oben. Das war nicht einmal ein kleines Gebäude. Okay. Schaut noch an. So wie ein Bauernhof oder sowas aus. So, schaut so aus, als wenn das tatsächlich mal eine Mühle war, weil den Graben, wenn ich jetzt da so anschaue, das endet genau da bei dem kleinen Wasserfall da hinten. Und wenn ich nochmal weiter hinfahren schaue, da ist dann sogar so, nochmal so ein Zwischenstauwerk. Ich glaube, das war mal eine alte Mühle oder sowas, oder Sägewerk. Von der Größe her, von dem Fundament her, könnte es sogar ein Sägewerk gewesen sein. Ja, bitte sehr, mitten im Wald da. Und naja, dann schauen wir mal weiter auf eigentlich das Fichtenbach, wo wir hier wollten. So, und wenn ihr da mal genau hinschaut, da seht ihr eine alte Allee. So, diese Richtung da hinten. Und das war wahrscheinlich mal die frühere Hauptzufahrtsstraße zum Fichtenbach. Hier gehen wir noch auf die Arafalstraße weiter und dann gehen wir dann direkt da hin. Das sind jetzt ungefähr noch 1,5 Kilometer und dann haben wir es. So, jetzt gehen wir langsam aufs Fichtenbach her. Die ersten Gebäude sind schon zum Sehen. Scheune. Und dann werden wir schauen, wo ich irgendwann meinen Rucksack überbringe, weil der wird jetzt langsam schwer. Viel zu viel Zeichen geschlüpft, wie immer. Aber gutes Training für den Atemschutzträger, oder? Was sagst du, Raphael? Immer. Immer. So, dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genau an. Extra Lampen und neuen Zeit mitnehmen, dass wir das gescheit ausleuchten können. Schauen wir mal, was wir für Beutel liefern können. Ja, schaut fast so aus, als wenn du mit dem Bullock oder was reinfahren kannst, oder was, dass du das verladen kannst irgendwie. Komisch. Ist eben nur erstaunlich gut erhalten alles. So, wir sind jetzt da in Fichtenbach. Das sind so die Gebäude, die jetzt da noch da stehen. Da haben wir zum einen jetzt da mal eine Scheune. Da sind ein paar so Garagen. Da hinten ist das Hauptgebäude. Das werden wir uns ziemlich gut von innen anschauen. Da ist es ziemlich interessant. Und das da ist ein ehemaliger Kuhstall oder Pferdestall. Den schauen wir uns auch noch an. Und dann mal sagen, wir nehmen uns jetzt als allererstes mal die Scheune da vor. Schauen wir mal, was wir da sehen. Vielleicht ist ja irgendwo ein Eck, was nicht verschlossen ist. Wissen wir ja die Regel. Wenn etwas nicht verschlossen ist, darf man rein, ist verschlossen. Bleibt dazu. Was ist der Ladewagen? Scheune, ja. Da sind sogar noch Strohballen. Das wird immer noch genutzt, sagst du das? Schaut mal schon, ja, weil der relativ ein nice Stoff geholt ist. Wie ich gesehen Das sind immer kaputte Gobel. Da ist bloß noch ein Zinken drauf. Schauen wir mal. Ist das noch stabil da einigermaßen? Das Ganze ist aber nicht mehr besonders stabil da. Und das mit der Zahnkracher. Ja,
da ist nichts rum. Raphael. Dann seht ihr die nicht hingehen, weil die schauen alle schon ziemlich morsch aus. Ehemalige Garagen. Das waren mal Kisten oder sowas. Und die Ölfasseln. Das ist mal ein alter Ofen, wenn schon, ja. So ist das, so schwarz hat das mal brennt. Schaut das so, das schaut auch mal so verrückt aus. Hat es mal irgendwo eine Feierl gemacht. Hat komische Lampen an die Fresse gehabt. Für die Fischeige. So, dann haben wir einen ehemaligen Skidder entdeckt. Der ist, glaube ich, aber noch in Benutzung. Obwohl, was geht da? Da ist aber zugesperrt. Da rein? Ja. Das ist also nur in Benutzung da. So, dann schauen wir mal da hinten rein. Das war mal ein Bauernhof mit der Stallung. Da werden wir dann auch noch reinschauen. Das ist Hauptgebäude. Das ist praktisch Schule, Rathaus und Kino. Alles sind auf einmal gewesen. Aber jetzt gehen wir erstmal in den ehemaligen Bahnhof rein, in den Kuhstall. Da sieht man, wo früher die Kühe gestanden sind. Sogar die Tränkebecken sind und so. Und sogar die ehemaligen Tränkebecken von dem Kuhstall noch da. Und da ist sogar noch das Gitter da, wo sie früher das Heu aufgeworfen haben. Noch meine gleich. Cool. Da haben wir sogar einen ehemaligen Strommasten gefunden. So was wie eine Garage. Da haben wir sogar einen ehemaligen Strommasten gefunden. Das ist das Hauptgebäude. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen verfallen. Und die Allee, was wir vorhin gesehen haben, die endet daher. Übrigens stammt von da der Christbaum von 2013 für den Papst. Der ist da gestanden. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Müssen wir allerdings aber ganz schön aufpassen, weil da sind ein paar Stellen dabei, die sind schon halb eingestürzt. Gell? Also wenn es zu gefährlich wird, gehen wir da nicht weiter.
Boah, war schon kalt. Ist gut, dass ich ein Licht für euch dabei habe. Können wir ein bisschen Licht machen. So, und da geht es zu der Küche hinter. Wenn du das zeigst. Das war der Kinosaal, der kleine. Da war die Leinwand. Und da hinten war der Projektor. Den Podest oder hat man dann den Leinwandprojektor gehabt. Also da draußen uns ein Kino schauen kann. Sogar Kabel steht außer für den Projektor. Geil. So, da ist das Klo gerannt. Das war die Küche, glaube ich. Und der Speisezimmer war das. Das war das Speisezimmer, da war der Duschleiter, genau. Essensausgabe. Es ist noch arschkalt, es ist noch alles gefroren. Jetzt hat es noch Minusgrade da drinnen. Das sind die Sicherungen. Das war der Ofen. Kessel und rum. Das war dann für die Lehr- und Küche wahrscheinlich. Lagerraum vielleicht. Und da geht es jetzt runter zum Ding. Was ist da? Schaut aus, wenn das auch mal Klo. Ja, dieser Klo. Genau. Küche nehmen. Und da geht es jetzt in den Heizungsgelabe. Das auch. Jetzt ein Heizungssack, glaube ich, nicht, wenn du es testest. Nein, doch nicht. Dann geht es zu uns. Und da war da vorne. Was war denn das da? Test. Kartoffeln lagert vielleicht, dass die in der Luft sind. Und wenn Kartoffeln noch ist mehr Erdendroh eigentlich. Vielleicht ist von der Mitte gegangen, dass da der Heizungskühler ist. Bei links ist Abteilung. War das weiter vorne? Mal schauen, vielleicht war das weiter vorne. Ich glaube, da geht es weiter vorne auf halb Abi. Also da geht nichts weiter, nicht? Da war MT, oder? Geht der Kamin rauf. Ich glaube, das war noch mit, wo ich da geschaut habe. Wenn man noch mal um rauf. Okay, da war der Zugang für den Keller.
Heizungskeller. Das ist ein bisschen vermüllt da. Genau, jetzt haben wir richtig. Und da ist der Heizungskeller. Was haben wir da nochmal? Hunderttausend Räume. Aber da hinten war das mit dem Heizung. Ich weiß allerdings, da ist noch der alte Boiler für das Heißwasserspeicher. Und da sind die Kesseln selber. Riesenteile. Was bloß nicht, ist das Ölbefeuer gewesen oder Kohle? Die ganzen alten Ventile. Wie Gebläse aus. Das ist auch irgendein Lagerraum. Hör aber schwarz alles. Keine Ahnung, ob das eine Kohle oder Öl war. Schon gescheit verfallen. Machst du mal auf das Zeug, wie du möchtest. Raffi braucht auch Licht. Er ist heilfroh, dass ich meine große Lampe genommen habe. Schon cool da, gell? Aber arschkalt ist es drin, gell? Das ist also mindestens noch minus 5 Grad drin. Alte Zahn drin. Ein paar Kabel sind da mal entlang gelaufen, sind so alles schon rausgeplündert. Kupferplündler. Ist das noch ein Raum oder was? Ansonsten geht es da nicht weiter, müssen wir dann noch rauf. Heizungsrohr. Geht nichts über gescheit. Geht nichts über gescheites Licht, sag ich aber. Aber ich jetzt mal auf Decken schauen. Da schaut es ziemlich eckfallenerweise aus. Da ist die ganze Decke schon mal runtergekommen. Siehst du das? Da gehen wir auf alle Fälle mal nicht rein. Ja, sieht man, da ist die ganze Decke runtergekommen. Und da ist das Eck da, wo die draußen das Wasser belobert hat. Da ist die ganze Mauer schon im Arsch. Was ist noch das da? Hat es da mal ein Kasperl-Theater gegeben oder so? Hm? Was soll das sein? Schau, was so. Das war alles Farbe in der Küche oder so. Ja.
Ist ja riesig. Riesig. Schauen wir jetzt den Stock auf. Schauen wir, was da rumgibt. Das ist auf alle Fälle nicht so kalt wie im Keller. Merkt man schon. Da kommt sogar ein Dachstuhl auf. Hey. Da kommt man sogar ein Dachstuhl auf. Was ist denn das da? Haben die eine Sauna da gehabt? Was ist denn das? Tauchbecken, oder? Ist das? Nö. Nö, das ist feuerwehrmäßig. Das sind irgendwelche Rutschen oder was? Schau dir mal das an. Hä? Nein. Oder da war ein Vieh. Kann natürlich auch sein, ne? Das Hosen oder irgendwas, weißt du? Das ist ein Feuerwerk, ne? Ja. Was soll denn das da sein? Das Christ. Schau irgendwo noch irgendwo. Ja, jetzt ein bisschen mäßig aus. Ja. Ist das irgendwie schon aussehen geschaut oder so? Das können wir jetzt echt nicht erklären, für was das jetzt auch sagt. Also wenn das da hinten Stangen zum Augerutschen sind, oder das ist ein Feuerwehrübungszentrum, keine Ahnung. Von unten nochmal aufgeschaut, ist da runter. Ja. Ist ja geil. Boah, da ist schon zusammengefallen vor. Ja. Nicht bei einer gehen, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall einer gehen. Siehst du das? Ja. Da kannst du von überall vor umschauen. Da müssen wir aufpassen. Wenn verdächtige Geräusche sind, dann nichts wie ab zum Eingang. Da haben sie auch ihr Bett gemacht. Ganz primitiv. Ja. Ich glaube, ich bin. Ich
Okay, da musst du aufpassen. Das schaut immer ganz stabil aus da. Ah, das ist das, wo man von draußen sieht, wo das Dach schon eingebrochen ist. Ja. 100%ig sicher ist das da drin nicht, das sagt er. Schauen wir mal auf der anderen Seite von der Treppe, musst du vorne aber. So, das ist also der Spitzboden. Da werde ich aber auf alle Fälle nicht drauf gehen, weil das ist da, wo schon überall eingefallen ist. Wenn man das sieht, das ist definitiv komplett instabil. Da braucht man nicht mehr drauf gehen. Das da schaut aus, als wenn das von einem anderen Baujahr wäre, jüngeren Baujahrs, weil das ist schon, das schaut noch besser intakt aus. Außerdem sind das Stahlträger und keine Holzträger. Ist also nicht gar so alt. Und das ist ja Betonplatten. Während Ernten da, das nur ein Faulboden ist. Okay. 100%ig sicher fühle ich mich da oben nicht. Was ist da hier hinten? Ah ja, da ist von der Heizungsanlage der große Kamin, wo es da rausgeht. Okay. Schau, als wenn das so Räucherkästen wären. Was geräuchert haben früher. Ja, dann gehen wir wieder runter. Paparazzi. So, dann gehen wir mal wieder runter. Da. Schauen wir mal. Außerdem bin ich noch auf der Suche nach Amerika. Das ist auch eine Ortschaft da hinten. Und jetzt werden wir schauen, ob ich da irgendwo was noch finde davon. Auf alle Fälle schon eine coole Hütte, ne? Ja, die Rutschstangen, die müssen eigentlich da irgendwo links gewesen sein. Da war das auch. Dann rutschst du da oben. Und da war das, wo der Putz weggeflogen ist. Gerade. Genau. Für was denn ist denn das? Aber ich habe auch keine Ahnung, was das sein soll. Ja, aber für was? Ja, das mal militärisch hintergründet. Es kann natürlich sein, dass das eine Alarmbereitschaft war. Ja, vom das ist, das ist von der Grenzpolizei her, ne? Von ja, da unten haben sie vielleicht ausgerüstet, ne? Das ja, genau. Vielleicht, dass das ein Heiztisch war, wo einfach ihre Vermochen im Winter aufgeholzt worden sind. Genau, und dann haben sie wieder vielleicht die Gerätschaften ausgerüstet. Ja. Und dann ist es abgegangen, dann haben sie die Leute gefangen. Und dann das sich. Das ist ja noch ein Eingangbereich. Ja, weit haben sie nicht, weil die Baracken, was auf der anderen Seite ist, die schaut schon ziemlich militärisch aus. Als wenn das so ein Panzerding gewesen ist. Und wie ich das letzte Mal war, da habe ich auch keinen Zugang gefunden. Das war ziemlich verschlossen. Das war die Baracken, was da hinten ist. Das ist, glaube ich, irgendwo so 60er, 70er gebaut worden da hinten. Dann können wir mal rundum schauen, aber ich habe da nichts gesehen gehabt, was da zugangmäßig was war. Schaut man hier bei Garagen aus. Für Panzerfahrzeuge. Zum Beispiel eine Kiste drin und so. Ne? Ja, das ist jetzt ein Normalfall, ist das alles für was anderes verwendet worden. Ne? Auf jeden Fall, ja. Aber das waren definitiv Fahrzeughallen. Das ist ein Stellplatz für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrzeuge. Jeep oder so. Mhm. Das war garantiert einmal militärisch genutzt. Und auch noch in den Datums.
Und da vorne gibt es ein Pavillon. Da hocken wir uns ein bisschen hin. Ein bisschen weiter hinten zu mir ist dann das Mierikasa. Also was ich so ausgekundschaft habe, wenn wir an einem Fischweiher hinkommen, haben wir es gefunden angeblich. Da ist aber nicht mehr viel da. Bloß noch auch so Grundmauern. Okay. Ja, da können wir uns dann ein bisschen ausrühren da. Ein bisschen chillen. Ja, da sehe ich noch. 6 Tappen Mauerreste. Ja, und da sieht man ein paar Mauerreste. Coole alte Brücke, ey. Ist geil gemacht. Übrigens habe ich für euch eine coole App. Und zwar heißt die Hilfe im Wald. Die App ist das. Das ist gerade für unsere Outdoorer ist das eine sehr nützliche. Wenn man drauf geht, da gibt es dann sogenannte Rettungspunkte. Und wenn man dann mit dieser App, da ist auch mit GPS und so und praktisch mit Navigationskarten, wenn man sich zum Beispiel so einen Rettungspunkt hinbegibt, diese Rettungspunkte gibt es in ganz Deutschland. Da muss man eigentlich nur noch auf sein Handy, auf diese App drauf schauen und sagen, man ist bei einem Rettungspunkt so und so, und dann kann eine Leitstelle in einem Notfall einen anfordern und Feuerwehr oder Rettungskräfte genau auf diesen Punkt hinlotsen. So ist es zum Beispiel einfacher, als wenn man sagt, man ist irgendwo im Wald und ich finde nicht mehr raus. Ne? Also so eine App, Hilfe im Wald, kleiner Geheimtipp von mir, ist nicht schlecht. Gerade wenn es um Sachen geht, wo man dann mal Hilfe vielleicht bräuchte, weil irgendwo einer verletzt worden ist oder sonst was. Ne? Sieht man eigentlich gut. Das war der höchste Berg bei uns im Bayerischen Wald, der Osser. So, leider war die Suche nach dem sogenannten Merika, also nicht Amerika, sondern Merika, das ist auch so ein vergessenes Dorf, ist jetzt nur erfolglos. Also schauen wir mal die Wies auf der oberen Seite entlang, weil da vorne hat sich der Weg geteilt gehabt. Und vielleicht sehen wir ja da vorne Epsi, weil die soll angeblich nicht weit weg sein von Fichtenbach. Naja, vielleicht haben wir ja noch Glück. Ja, leider haben wir nichts gefunden. So, jetzt wissen wir bloß nicht, was für einen Weg sollen wir gehen. Sollen wir den Weg gehen oder sollen wir den Weg gehen? Hier oben rechts sehen Sie jetzt gleich eine Abstimmung. Da können Sie dann abstimmen, ob wir da lang gehen oder da lang gehen. Wir bitten um rege Teilnahme, dass wir uns bald entscheiden können. Tja, das Merika haben wir leider jetzt nicht gefunden. Da muss ich noch ein bisschen recherchieren, wo das war. War mal ein ganz anderes Video von mir, ein Lost Place Video. Ich habe noch ein Lost Place für euch. Mal schauen, ob das vielleicht zum nächsten Video kommen wird. Muss ich auch noch ein bisschen recherchieren. Das ist auch nicht auf der bayerischen Seite, sondern auf der tschechischen Seite. Aber ich glaube, das ist recht interessant, weil da sogar ein Friedhof und eine Kirche noch dort sein soll. Mal schauen. Tja, wenn es euch gefallen hat, schaut es das nächste Mal wieder.
und bis zum nächsten Mal, soll ich dann. Bitte, servus, habe ich dir. Macht es gut.